Yeah, Sidos Autoritätsverlust. Wenn man zu die Sekte Zeiten zu hören bekommen hätte, Sido verkauft seine Ehre für den Kommerz, hätten Sekte-Fans geantwortet, das klingt doch pervers, der scherzt. Yeah. Eine Frage möchte ich dir an dieser Stelle in den Kopf werfen, Sido, wie bloß kam es zum Kollabo-Album mit Bushido, mit diesem Schachzug zum Rennen, bis es mein geworden, bei dem nicht mehr die Musik im Vordergrund steht, sondern das Geld. Jeglicher Respekt zum Künstler ist gestorben, der Profit macht dich geil, ne, du hast deine Seele verkauft, dieser Move war echt big und nicht tight. Am Anfang hab ich selbst nicht geglaubt, du dachtest wirklich, du könntest dich mit Bushido verbinden, ohne weitere Einflussfaktoren auf dein Image, wach auf. Das ist kein Traum, ist dir bewusst, dass du grad dabei bist, dir deinen Ehrenstatus zu versauen? Keine Reaktion, stattdessen Künstlermodus aus. Vom Hip-Hop-Star zum Popstar entzündet sein wahres Talent, gab er aus. Seine Scheibe mit Bushido wurde gekauft von den Mainstream-Liebhabern, nichts als Industriegelaber. Sein alter Fanbase wurde eingetauscht in eine unpersönliche Fanbase, nichts weiter ist als taub. Bei Bushido war es schon lange klar, doch noch ein Sido, ja, wird zu einem Industrieprodukt gleichbedeutend Versager. Hab deine Musik geliebt, geschätzt, dein Style war nie durchgeknallt, skrupelloser Chief Rap, aber du hast verspielt, denn der ehemalige Sie wird in Schublage gesteckt, hier swacken, Mainstream. Bist du stolz, nun hast du, hörst du dich an wie tausend andere, die rappen, die ain't deep. Hast du das gewollt, bereit deine Zusammenkunft mit Haft, ließ viele deiner Fans links liegen. Diese Nummer mit Bushido machte meine Entscheidung definitiv. Noch einmal habe ich hier nicht mehr verziehen. Meinerseits wirst du keinen Cent mehr an Unterstützung kriegen. Sieh das altes Ego, Ruhe in Frieden. Bist für mich gestorben, Mann. Du bist kein Musiker mehr, kein Künstler mehr, sondern Geschäftsmann geworden. Shit, Mann. Shit, Mann.